Vor 25 Jahren erfolgte im Freistaat Sachsen die Wiedererrichtung der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Aus diesem Anlass gab es heute landesweit den Tag der offenen Justiz. In Plauen waren dazu das Amtsgericht und in Zwickau das Landgericht, die Staatsanwaltschaft ebenfalls das Amtsgericht und die Justizvollzugsanstalt für Rundgänge und thematische Informationsveranstaltungen geöffnet. Regen Zuspruch erhielt dabei insbesondere die JVA Zwickau. Viele Interessenten nutzten die Gelegenheit, als freier Mensch einen Blick hinter die geschlossenen Mauern zu werfen. Fast auf den Tag genau vor 119 Jahren, am 1. November 1899, wurde das neue Zwickauer Gerichtsgefängnis seiner Bestimmung übergeben. Seither hat sich das äußere Erscheinungsbild kaum verändert. Im Inneren gab es inzwischen zahlreiche Erneuerungen und Modernisierungen, wurde zum Beispiel die Anzahl der Zellen von einst 158 auf 107 reduziert. Es sind heute ein, zwei oder drei Personenhafträume, auch weil aus nicht beeinflussbaren Faktoren gelegentlich die durchschnittliche Belegungszahl von ca. 160 überschritten wird. Der Rundgang hinter geschlossenen Mauern, vergitterten Fenstern, elektrischem Schleusensystem und einrastenden oder sicherheitsverschlossenen Türen vermittelt unmittelbar die Lage der dort Untergebrachten bzw. Zugewiesenen. Der Großteil der Gefangenen, die bei uns untergebracht sind, sind sogenannte Untersuchungsgefangene. Das heißt, die sind noch nicht verurteilt, haben einen Verdacht, weswegen sie vor Gericht kommen werden. Und da kann man nur sagen, dass eigentlich die ganze Palette vom Eierdieb bis zum Mörder sozusagen möglich wäre. Aber sie sind ja noch nicht verurteilt, also es ist bis dahin auch nur ein Verdacht. Allerdings sitzen im dreiflügeligen Bau auf drei Etagen nicht nur Personen, die auf ihre Verhandlung warten. Wir haben seit Anfang des Jahres einen veränderten Vollstreckungsplan. Der sieht vor, dass wir Strafgefangene bis 2 Jahre, die eine Haftstrafe bis 2 Jahre haben, hier untergebracht werden. Die kommen aus dem Amtsgerichtsbezirk Plauen im Wesentlichen. Damit eben die Anfahrwege auch für die Angehörigen nicht so weit ist, sind die hier untergebracht. Wenn man da sozusagen einen Durchschnitt der Straftaten feststellen wollte, dann würde ich sagen, es sind Körperverletzungsdelikte, auch sehr viel Betäubungsmitteldelikte. Das sind so die Hauptkomponenten eigentlich. Und dieses Klientel kommt natürlich nicht ausschließlich aus dem unmittelbaren Umland. Sie meinen jetzt Ausländeranteil? Also ich würde sagen, es beläuft sich so ungefähr auf 35%, so circa. Was die Nationalitäten betrifft, sind wir sehr breit gestreut, aber es sind aus den arabischen Ländern natürlich sehr viele jetzt mittlerweile da. Ansonsten haben wir natürlich diese Nähe zu Tschechien. Hier spüren wir haben viele Tschechen und auch viele Polen. Egal für welche Insassen, es gibt einmal wöchentlich 60 Minuten Besuchszeit und allgemeine wie individuelle soziale sowie psychologische Betreuung. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Suizidprävention zu betreiben. Das heißt also zu erkennen, ob eine Gefahr besteht, dass der Gefangene sich möglicherweise selbst gefährden könnte. Auch die Fremdgefährdung ist ein wichtiger Aspekt. Die Gefangenen gehen dann in ein sogenanntes Zugangsverfahren, wo sich verschiedene Fachdienste mit ihnen befassen und Bedienstete auch. Und da versucht man zu erkennen, was für Risikofaktoren vorhanden sein könnten. Das Getrenntsein von der Familie macht den Gefangenen in der Regel zu schaffen. Vor allem in der Untersuchungshaft und vor allem, wenn man zum ersten Mal in Haft ist. Also die Anpassung an die Haftsituation, möglicherweise auch psychische Erkrankungen, das ist unser Hauptaugenmerk, wo wir dann intervenieren können und müssen. Insbesondere trifft es diejenigen, die sich aus einem funktionierenden Familienleben oder einem solchen Freundeskreis herausgerissen haben. Ein vorher nicht kalkulierter Zustand, der schlimmer als normales Heimweh ist. Wenn eine Familie vorhanden ist, ist das in der Regel der Fall. Also das Getrenntsein, die Ungewissheit vor allem in der U-Haft, auch die Anpassung an diese Extremsituation jetzt hier ans Eingeschlossensein. Der Umgang mit anderen Gefangenen ist ein wichtiger Aspekt, denn wie gesagt, in der U-Haft haben sie alle möglichen Leute da. Und ja, also einfach die Anpassung an diese Extremsituation der Haft ist das, womit wir uns halt vorrangig beschäftigen müssen. Beschäftigen müssen sich die Insassen nicht. Sie können, wenn sie wollen. Dabei gibt es Arbeitsgelegenheiten in der Küche, was schon als gehobenere Tätigkeit gilt. Aber auch die Bereiche Holz und Drechselei sind sehr beliebt. Hier entstehen Hütten samt passenden Accessoires, Osterhasen und Räucherfiguren,
die auch käuflich erworben werden können. Für die Produzenten bleibt ein Stundenlohn zwischen 1,23 Euro und 1,84. Müssen davon Kost und Logis getragen werden? Für Strafgefangene gibt es einen sogenannten Haftkostenbeitrag, der eigentlich zu zahlen ist. Der beläuft sich je nach Unterbringung, ob sie einzeln oder in Gemeinschaft untergebracht sind, zwischen 80 und 100 Euro ungefähr. Allerdings ist es so, dass die Gefangenen diesen Beitrag dann zu zahlen haben, wenn sie dazu in der Lage sind finanziell. Die meisten Gefangenen sind es eher nicht. Die bewegen sich eher so im Sozialhilfebereich und die bezahlen auch diesen Haftkostenbeitrag dann nicht. Das ist im Prinzip wie draußen. Mehr oder weniger in den Verkauf gehen auch zahlreiche andere hier gefertigte Produkte, die für Großmärkte hergestellt werden. Summa summarum wollen mehr Insassen arbeiten, als Arbeitsstellen in der JVA angeboten werden können und platztechnisch möglich sind. Es müsste expandiert werden, denn auch die Auftraggeber stehen Schlange. Da käme eine neue Justizvollzugsanstalt wie gerufen. Es ist schon sehr beengt bei uns. Die JVA Zwickau ist sehr klein. Wir könnten von unserem Einzugsgebiet her viel mehr Gefangene unterbringen. Wir haben immer sehr große Probleme damit, den Gefangenen zu verdeutlichen, dass sie eben nicht hier bleiben können, sondern zurzeit in andere Anstalten verlegt werden müssen. Das bringt ganz große Probleme für die Angehörigen mit sich, für die Gefangenen selbst dann auch entsprechend, weil sie die Kontakte nicht so halten können durch Besuche etc. Also insofern würden wir uns schon wünschen, irgendwann eine neue Anstalt zu bekommen, ja. Dieser Ruf wird allerdings nach neuestem Kenntnisstand erst 2023 umgesetzt sein.